Als Koordinator von Geist und Gegenwart und Vorsitzender des Club Alpbach Steiermark ist es mir eine ganz besondere Freude, dass wir hier Gast bei der Kleinen Zeitung sein dürfen und sozusagen zum Prolog des Pfingstdialoges 2021 Sie heute mit einer hochkarätig besetzten Veranstaltung mit dem bekannten deutschen Politikwissenschaftler Münkler begrüßen zu dürfen. Es ist für uns ein zwar schon geübtes, aber dennoch ungewöhnliches Format. Wir haben schon einmal mit der Kleinen Zeitung gemeinsam in einer solchen Geist- und Gegenwart-Veranstaltung ein Gespräch mit dem neuen Präsidenten des Forum Alpbach, Andreas Treichl, führen können. Heute geht es natürlich auch um die großen europäischen Herausforderungen, die sich durch die Pandemie, aber ganz allgemein, gestern hat ja auch die Zukunftskonferenz der EU offiziell begonnen, mit neuen Impulsen diese zu erfüllen. Aber auch geht es darum, Fragen der Integration, Migration, der Diversität in Europa, im Vielfalt geeint, heißt es ja, unter einen Hut zu bringen. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass Sie alle dabei sind. Danke noch einmal unserem Gesprächsleiter, dem Außenpolitikchef der Kleinen Zeitung Winkler. Und bitte nun das Statement und das Statement der Wissenschaftslandesrätin der Steiermark, der Frau Magistra Barbara Eivinger-Miedl, die sozusagen die Schirmherrin unserer Veranstaltungsserie ist und auch seitens des Landes die Geist- und Gegenwart-Veranstaltungen koordiniert. Ich wünsche Ihnen einen sehr interessanten Abend und danke Ihnen für Ihr Interesse. Schönen guten Abend, geschätzte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie heute online bei unserer Diskussionsveranstaltung dabei sind. Die Reihe Geist und Gegenwart findet damit schon zum zweiten Mal als Online-Format statt und hat sich hier bereits bestens bewährt. Ich freue mich heute insbesondere, unseren Vortragenden, Professor Dr. Münkler, zu begrüßen, aber auch unseren Moderator Stefan Winkler und Professor Herwig Hösele. Diese Veranstaltung wäre auch nicht möglich, hätten wir nicht die sehr gute Kooperation mit dem österreichischen Integrationsfonds, daher auch ein Dankeschön an Direktor Franz Wolf. Gemeinsam ist es uns damit möglich, über die großen Fragen unserer Zeit auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu führen. Und ich denke, dieser Dialog ist notwendiger denn je. Denn die letzten 15 Monate haben jede und jeden Einzelnen und damit die Gesellschaft insgesamt nachhaltig verändert. Es waren sehr viele Herausforderungen zu stemmen. Und es stellt sich hier natürlich auch die Frage, welche Lehren können wir aus der Corona-Krise ziehen und welche Erkenntnisse nehmen wir für die Zukunft mit? Mir ist es dabei auch wichtig zu betonen, dass eine Krise nicht nur die Herausforderungen mit sich bringt, sondern dass immer auch Chancen dabei sind. Denken wir beispielsweise an den Digitalisierungsschub, der da und dort auch Positives mit sich gebracht hat, wo beispielsweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erstmals überhaupt Homeoffice ermöglicht wurde. Oder denken wir auch an unsere Studierenden an den Hochschulen, die diese Online-Angebote, die es nun vermehrt gibt, sehr schätzen. Ich möchte aber auch an das gestiegene Bewusstsein für regionale Produkte denken. Auch das ist etwas Positives, das wir aus den letzten Monaten mitnehmen können. Eine der ganz großen Fragen, denen wir uns stellen sollten, ist aber die Frage der europäischen Gemeinsamkeiten, die Frage des Zustandes der Europäischen Union. Denn da haben wir in den letzten Monaten doch gesehen, dass die Solidarität, die wir in den europäischen Verträgen festgeschrieben haben, nicht immer so gelebt wurde. Denken wir beispielsweise daran, wie die Impfstoffbeschaffung und Impfstoffverteilung unter den Mitgliedstaaten stattgefunden hat. Denken wir beispielsweise auch an Wirtschaftshilfen, wo wir gerade in Österreich sehr viele Unterstützungsangebote gemacht haben, wo wir aber immer davon abhängig waren, ob die Europäische Union diese auch genehmigt, damit das Wettbewerbsrecht hier nicht beeinträchtigt wird. Oder denken wir gerade jetzt auch an den Wettbewerb, der weltweit stattfindet, welcher Kontinent am besten aus dieser Krise wieder herausstarten kann. Wie positioniert sich hier die Europäische Union im Vergleich zu den USA oder auch China? All das sind Fragen, die es dringend zu beleuchten gilt. Wir haben gerade in den letzten Monaten gesehen,
welche unglaubliche Abhängigkeit mittlerweile gegeben ist. Denken wir an die internationalen Lieferketten, denken wir an die Reisetätigkeit, wo wir jetzt wieder Grenzkontrollen eingeführt haben in den letzten Monaten und wo wir gerade darum kämpfen, ob ein grüner Pass uns ab dem Sommer wieder Reisefreiheit zurückgeben wird können. Also wir sehen schon, es braucht Solidarität in Europa und es nützt uns nichts, wenn wir in einem Mitgliedstaat gut durch diese Krise kommen. Wir sitzen alle in einem Boot und wir müssen hier als Gesamteuropa gemeinsam agieren und gemeinsam schauen, dass wir diese Krise gut meistern können. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen haben wir auch den heurigen Pfingstdialog in Seckerberg konzipiert. Dieser wird unter dem Titel Reset Europe stattfinden und wir möchten hier eine Neuvermessung Europas vornehmen. Die heutige Diskussionsveranstaltung ist eine wunderbare Vorbereitung und Einführung auf den Pfingstdialog, zu dem ich Sie jetzt schon sehr herzlich einlade. Er wird heuer erstmals einer breiten Öffentlichkeit kostenlos online zugänglich gemacht werden und er wird in der nächsten Woche Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag stattfinden. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dieses Angebot nutzen würden und wünsche uns heute einen interessanten Diskussionsabend. Alles, alles Gute. Vielen Dank für die Grußworte. Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich darf Sie im Namen der Kleinen Zeitung bei diesem Livestream willkommen heißen. Besonders aber begrüße ich unseren heutigen Gast, Professor Herfried Münkler, den ich Ihnen noch ganz kurz vorstellen will, ehe ich ihm sagen, das Wort, also ehe er am Wort ist. Herfried Münkler ist einer der gefragtesten und bekanntesten Politikwissenschaftler im deutschsprachigen Raum. Eine Ein-Mann-Denkfabrik, so hat ihn einmal die deutsche Wochenzeitung Zeit, die Zeit, bezeichnet. 1951 im hessischen Freiburg, Herr Professor, es gibt auch ein steirisches Friedberg, es gibt auch ein steirisches Friedberg, geboren. Haben Sie Germanistik studiert, Politikwissenschaften und Philosophie in Frankfurt am Main. Sie haben dissertiert über Niccolò Machiavelli und die Begründung des politischen Denkens in Florenz der frühen Neuzeit. Und Ihre Dissertation gilt heute noch als Standardwerk. Sie sind an der Ergründung politischer Ideen treu geblieben, wovon Ihr legendäres Handbuch der politischen Ideen kündet, haben aber sagen, Ihre Studien dann sukzessive ergänzt durch Kulturforschung und auch die Erforschung von Kriegsgeschichte. Sie haben viele Jahre lang die Theorie oder Theorie der Politik an der Humboldt-Universität zu Berlin gelehrt, zu manchen Ruf an eine andere Universitäten abgelehnt. Einer wirklich breiten Öffentlichkeit sind Sie bekannt geworden durch Ihr Buch Die Neuen Kriege, in dem Sie mit dem, wie ich meine, prägenden Begriff der asymmetrischen Kriege verdeutlicht haben, wie sehr unsere althergebrachten Vorstellungen vom Krieg heutzutage untauglich geworden sind. In Ihrem Buch Imperien haben Sie sich dann mit dem Werden und Vergehen und der Funktionsweise von hegemonialen Staatsgebilden beschäftigt. Und in ihrer Darstellung des 30-jährigen Krieges, bemerkenswert sagen, Analogien zeigt, zur Jetztzeit haben sie gezeigt, eben wie ein Krieg, der hunderte von Jahren zu Ende ist, zum Deutungsmuster für die heutigen Konflikte im Vorderen Orient und in Afrika werden kann. Und was schließlich nur wenige wissen, aber sich eigentlich durch ihre frühe Beschäftigung mit Machiavelli schon angekündigt hat, sie sind ein hervorragender Kenner der italienischen Renaissance, des Rinascimento, über die sie gemeinsam mit ihrer Frau ein wirklich lesenswertes Lexikon verfasst haben. Ja, wir freuen uns, dass wir Sie hier als Gast haben, zwar nur virtuell, aber zugeschaltet aus Berlin und ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Winkler, für diese freundliche Vorstellung, in der ich mich gut wiedererkannt habe. Das ist nicht immer ganz selbstverständlich, aber diesmal weiß ich, ja, das bin ich.
Und so will ich auch gerne gesehen werden. Das, was ich im Nachhinein knapp und sehr komprimiert vortrage, habe ich unter die Überschrift gestellt: Europa zwischen weltpolitischer Herausforderung, Pandemiebekämpfung, politischem Zusammenhalt und sozialer Integration. Also eine Reihe von Punkten, die ich da ins Auge fasse und am europäischen Beispiel als eine Herausforderung, der wir uns in den nächsten Jahren forciert zu stellen haben, beschreibe. Die beiden ersten Jahrzehnte des neuen Jahrhunderts waren für die Europäische Union durch vier große Krisen geprägt, die so etwas wie einen Stresstest auf die Krisenfestigkeit der Union darstellten. Diese Krisen wiederum haben sich im zweiten Jahrzehnt zusammengeballt. Dass die EU sie einigermaßen durchgestanden hat und unter dem Druck der von ihr freigesetzten Zentrifugalkräfte nicht zerfallen ist, kann als Grund für eine gewisse Zuversicht für die Zukunft gewertet werden. Aber das ist ausdrücklich kein Grund zur Sorglosigkeit, was den Fortbestand des politisch geeinten Europa anbetrifft. Denn, das sage ich jetzt als Deutscher, aber ich würde auch sagen, schon auch als Europäer, denn mit Angela Merkel scheidet im Herbst diesen Jahres die Politikerin aus dem Amt, die wesentlich für den Zusammenhalt Europas in den fraglichen Krisen gesorgt hat. Und es ist kaum vorherzusagen, wer ihr darin nachfolgen wird. Als Integrationsfigur der europäischen Politik zumal und als Regierungschef in Berlin. Das hörbare Aufatmen, seitdem die Impfkampagne überall in Europa an Fahrt aufgenommen hat, wird also von der Ungewissheit begleitet, ob Deutschland als das wirtschaftlich wichtigste Land der EU auch in Zukunft einen dezidiert proeuropäischen Kurs steuert oder ob es sich dem verbreiteten Trend, den wir ja auch in Europa überall konstatieren können, einer Wiederaufwertung des Staates und der Priorisierung nationaler Interessen folgen wird. Zugespitzt wird Deutschland auch in Zukunft die Kraft des Zentripetalen, also des Zusammenhaltenden in Europa sein, die den Zentrifugaltendenzen der EU entgegenwirkt? Oder wird es sich stärker mit sich selbst beschäftigen und seinen eigenen Interessen folgen? Es spricht vieles für das Fortschreiben eines deutschen Investment in Europe als Lebensversicherung der Europäischen Union, aber sicher ist das nicht. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Krisen der zurückliegenden 15 Jahre. Zuerst die Eurokrise, die wesentlich aus der Überschuldung der Staatshaushalte in den Südstaaten der EU erwachsen ist. Diese Krise ist stillgestellt, aber nicht bewältigt. Sie ist aus den Medien verschwunden, aber spätestens, wenn die ökonomischen und fiskalischen Folgen der Corona-Krise demnächst bilanziert werden und man Programme zu deren Bewältigung auflegen wird, werden die Konflikte um die ökonomischen und fiskalischen Disparitäten in der EU wieder da sein. Sie werden sich entzünden an der Frage, ob das 750 Milliarden Projekt zur wirtschaftlichen Rekonstruktion ein Durchbruch zur gemeinsamen Schuldenaufnahme in der EU war oder aber eine Ausnahme, die mit den Sonderbedingungen der Pandemie zu tun hat. Und das wird ein nicht unbeachtlicher Konflikt werden. Das gilt in ähnlicher Weise für die zweite Krise, nämlich den Umgang mit dem Migrationsdruck auf Europa aus den im Süden und Südosten angrenzenden Räumen. Der ist infolge des EU-Türkei-Abkommens, der zuletzt erkennbaren Stabilisierung Libyens, dem Abflauen des Bürgerkriegs in Syrien und offenbar auch pandemiebedingt zurückgegangen.
Aber dieser Druck wird schon bald wieder anwachsen. Durch den Rückzug des Westens aus Afghanistan, das Aufflammen neuer Kämpfe im Nahen Osten und im nördlichen Afrika, durch den Klimawandel und dessen Folgen, vor allem in der Sahelzone, und durch eine unberechenbar gewordene Türkei. Und dann stellt sich für die EU erneut die Frage, welches Land welche Kontingente an Flüchtlingen aufnimmt und wie diejenigen, die das tun, sich gegenüber denen verhalten, die es nicht tun. Ein Konflikt, der 2016, 2017, 2018 ja eine erhebliche Rolle gespielt hat. War die Eurokrise ein Konflikt zwischen dem Norden und dem Süden Europas, so war die Migrationskrise eine zwischen dem Westen und dem Osten Europas. Das sind auch zugleich die beiden Bruchstellen oder potenziellen Bruchstellen der Union, um die es auch bald wieder gehen wird. Und natürlich um die Fragen, die mit den damit verbundenen Zentrifugalkräften zusammenhängen. Hat in der Vergangenheit der Nationalpopulismus von beiden Krisen politisch profitiert, so wird er allein durch seine Präsenz in den nächsten Jahren die Bearbeitung dieser Krisen erschweren, wenn nicht unmöglich machen, weil er die politischen Spielräume für die Kompromisslösungen, die unverzichtbar sind, deutlich einschränkt. Das wird eine vermutlich erhebliche Herausforderung sein und ich kann mir gut vorstellen, dass Deutschland bei einer vergleichbaren Entwicklung wie der von 15, 16 nicht mehr diese Rolle spielen wird, die es 15, 16 gespielt hat, nämlich das Überlaufbecken für ein Problem zu sein, das ein gemeineuropäisches Problem ist und damals war und das wahrscheinlich, wenn man eine andere Lösung gesucht hätte, nämlich die Absperrung der Grenzen, zunächst einmal im Raum Passau, aber dann hätten vermutlich Österreich seine Grenzen zugemacht und vorgelagert andere Staaten, sodass also dann sich zwischen Bosnien-Herzegowina, dem Kosovo, Albanien bis hin nach Griechenland vielleicht 500.000, vielleicht auch mehr Menschen gestaut hätten. Und man musste wohl davon ausgehen, dass das dann zum Zerfall dieser Räume, die ja gerade erst durch Intervention von außen einigermaßen notdürftig pazifiziert worden waren, geführt hätte. Am ehesten bewältigt von den Krisen der zurückliegenden Jahre ist das Brexit-Votum der Briten. Erstens, weil die Briten sich erkennbar eine Reihe von Problemen eingehandelt haben, mit denen fertig zu werden sie Mühe haben. Sodann, weil ihnen mit dem Machtwechsel in Washington der amerikanische Rückenwind fehlt. Sie mit Zentrifugalkräften im eigenen Land, Schottland, aber auch Irland, vermehrt zu tun haben werden und ihnen die wirtschaftlichen Folgen des EU-Austritts noch lange zu schaffen machen dürften. Dass die Impfkampagne auf der Insel um einiges schneller in Gang gekommen ist als auf dem Kontinent, dürfte darüber wohl schnell in Vergessenheit geraten. Wie die USA nämlich hat das Vereinigte Königreich an einem forcierten Egoismus und Impfstoffprotektionismus festgehalten und davon auch erheblich profitiert, den es so in der EU nicht gegeben hat. Und natürlich gab es dann bei den industriell avancierten Ländern, die das Prinzip von den Produktionslinien in ihrem eigenen Raum auch hätten machen können, einen neidischen Blick auf die Insel. Also
Die EU wird ihre eigenen Produktionslinien stärken, um für den Raum von 400 Millionen Menschen Vorsorge zu treffen. Und das wird unter, wie zu erwarten ist, dann auch protektionistischen Rahmenbedingungen, die also sozusagen Europa als einen geschlossenen Raum behandeln, finanziell und auch organisatorisch sehr viel günstiger sein, als das für die britische Insel ist. Der zweite Punkt, warum der Brexit ganz gut durchgestanden ist, liegt darin, dass bei den Nationalpopulisten auf dem Kontinent die Idee eines Austritts aus der EU eine Zeit lang eine Rolle gespielt hat, erkennbar an Attraktivität verloren hat und, soweit ich das überschaue, auch weitgehend in den Parteiprogrammen in den Hintergrund getreten ist. Der Brexit hat in der Summe den Zusammenhalt Europas eher verstärkt als geschwächt. Und das wird in den nächsten Monaten vermutlich einen entschiedeneren Kurs gegenüber Ungarn und Polen als notorischen Provokateuren des demokratischen, die rechtsstaatlichen Selbstverständnisses der Europäer zur Folge haben. Mit Wohlwollen, wenn nicht gar Unterstützung aus Washington, wird man dann in Warschau und Budapest nicht rechnen können. Und weil das so ist, wird das Auftreten dort sich auch wohl ändern. Bleibt freilich noch das soziale Gefälle in der EU und auch die demografischen Probleme, in denen sich Europa seit einigen Jahrzehnten befindet. Polen, Tschechien und die baltischen Staaten haben wirtschaftlich erheblich aufgeholt. Sorgenkinder sind dagegen die meisten Balkanstaaten sowie insbesondere Bulgarien und Rumänien. Man kann auch sagen, wir sind in mancher Hinsicht ein Klotz am europäischen Bein. Aber man ist andererseits auch auf die Saisonarbeiter aus diesen Räumen angewiesen, um bestimmte Wirtschaftszweige am Leben zu halten. Als ich vielleicht einem Jahr mal das Längere mit der Kanzlerin über diese Fragen telefoniert habe und den Schengen-Raum als einen sozusagen in sich geschlossenen Raum ins Spiel gebracht hat, hat sie aber sogleich gesagt, Rumänien und Bulgarien müssen dazugehören. Und das hat etwas sozusagen mit dem Pfund, mit dem die beiden wuchern können, nämlich den Saisonarbeitern, auf die Westeuropa angewiesen ist, zu tun. Aber daneben gibt es vermutlich wichtiger noch geopolitische Gründe. Die weiche Südostflanke der EU vom Schwarzen Meer über die Ägäis bis ins östliche Mittelmeer zu stabilisieren. Ich denke auch, dass die Entscheidung für den Verbleib Griechenlands im Euroraum wesentlich mit solchen geopolitischen Überlegungen zu tun hatte. Aber wirtschaftliche Hilfe muss dort, was diese Räume anbetrifft, mit Korruptionsbekämpfung und der Bekämpfung politischer Vetternwirtschaft verbunden werden, wenn man mehr als eine von Fall zu Fall erfolgende Politik der prekären Nothilfe betreiben will. Währenddessen bleiben die wirtschaftlichen Zentren Europas auf Zuwanderung angewiesen. Die defizitäre biologische Reproduktion, also sozusagen das Halten eines bestimmten Niveaus an Bevölkerung und auch eines Ausgleiches innerhalb des Aufbaus der Demografie, ist durch soziale Reproduktion, also Zuwanderung dort, wo eben zu wenig Kinder sind, zu ergänzen. Solche Probleme sind historisch nicht neu. Und so wie Europa im 19. Jahrhundert ein Raum der Auswanderung war, so ist es seit Mitte des 20. Jahrhunderts zu einem Raum der Zuwanderung geworden. Eingliederung in den Arbeitsprozess, also reguläre Beschäftigungsverhältnisse, sind der Schlüssel der Integration, zumal dann, wenn diese
Integration oder auch die Eingliederung in den Arbeitsprozess mit einer generationenübergreifenden sozialen Aufstiegsperspektive verbunden ist. Heißt Empowerment, also Befähigung durch Erwerb von Fähigkeiten, ist die Voraussetzung des Gelingens einer guten Integration und eben nicht einer Integration durch das, was man Unterschichtung nennt. Also die Schaffung von prekären Arbeitsverhältnissen, die Beschäftigung dieser Leute sozusagen jenseits von Tarifverträgen und Ähnlichem mehr. Die Schule, die Vereine, die Zivilgesellschaft spielen dabei eine ganz besondere Rolle. Dafür aber müssen die Menschen gewonnen werden. Und zwar die seit langem hier Ansässigen wie die Neuankömmlinge. Der unaufhaltsame weltwirtschaftliche, wie weltpolitische Abstieg Japans. Also ich bin ja, wie Sie sehen, schon ein bisschen älter. Ich kann mich noch erinnern an die Zeiten, in denen der Aufstieg Japans sozusagen als eine Herausforderung der dominanten Rolle der USA angesehen wurde. Das war in den 70er, noch in den 80er Jahren der Fall. Und davon kann heute gar keine Rede mehr sein, nicht? Also sozusagen dieser Abstieg Japans hat auch damit was zu tun, dass sich das Land gegenüber Zuwanderung grundsätzlich abgeschottet hat. Und er kann als ein warnendes Beispiel gelten. Eingeschlossen die dramatische Überschuldung Japans, die sehr viel höher ist als die Italiens und auch ein bisschen als die Griechenlands. Vitale Gesellschaften obendrein brauchen neben einer ausgeglichenen Demografie, also einem in sich belastbaren Aufbau des demografischen Baumes, permanente Innovationen, um in der Lage zu sein, im globalen Wettbewerb mitzuhalten. Und das zeigt eigentlich seit Anfang des 20. Jahrhunderts die für diese Fragen sensible Wirtschaftsgeschichtsschreibung. Träger solcher Innovationen sind häufig dynamische Fremde, die auf Dauer keine Fremde bleiben wollen, die also die Ankunft in, sagen wir, Europa nicht als ein Trittstein, um in die USA oder wo auch immer hin weiterzuziehen, begreifen, sondern die hier bleiben wollen. Und da ist ja sozusagen aus deutscher Perspektive an die Erfolgsgeschichte von BioNTech zu erinnern, wo eben Zuwanderer aus der Türkei hier als Erfinder aufgetreten sind und auch Innovatoren, jedenfalls was den Messenger-Stoff anbetrifft, die einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie geleistet haben. Bleibt zum Abschluss noch ein Blick auf die weltpolitische Entwicklung, in der die EU sich zu behaupten hat. Der Prozess der Globalisierung hat sich erkennbar entschleunigt und das Projekt einer weltpolitischen Ordnung, die nicht durch Staaten, sondern durch internationale Institutionen und transnationale Organisationen bestimmt wird, kann als gescheitert angesehen werden. Russland und China, aber auch die USA, nämlich haben letzten Endes auf ihren Souveränitätsansprüchen beharrt. Also wenn man irgendetwas erwähnt hat, Menschenrechte und Ähnliches mehr, dann halte jedenfalls aus Beijing und Moskau einem immer entgegen seinen Einmischungen in die inneren Angelegenheiten. Das heißt, sie sind wesentlich an ihren eigenen Interessen orientiert und werden. Und das hat zur Folge, dass wir zwangsläufig in eine Weltordnung hineingeraten, die durch Einfluss und Interessenssphären geprägt ist und in der es Peripherien gibt, die zu stabilisieren einem Zentrum obliegt. Die USA, China, Russland und wohl auch die Europäische Union sowie vermutlich Indien werden die Hauptakteure einer solchen Weltordnung sein,
Und dahinter wird sich dann eine zweite und dritte Reihe von Akteuren aufbauen. Und dabei zeigt sich etwas Interessantes, wenn wir auf die gegenwärtigen Konstellationen schauen, nämlich dass vielleicht doch Impfstoffe so etwas wie die Militärhilfe der nächsten Jahre sein werden, über die strategische Koalitionen geschmiedet werden. Und da müssen die Europäer sich überlegen, ob sie sozusagen weiterhin das, was sie an Vakzinen abgeben, nicht in dem europäischen Raum halten. Da sind sie die Einzigen, die das von den Großen bislang getan haben. Jedenfalls Großbritannien nicht und die USA auch nicht. Und Russland und China haben sozusagen viel Aufhebens und quasi nichts gemacht, jedenfalls in Relation zu dem, was die Europäer abgegeben haben. Ob sie das weiterhin in einem sozusagen Topf letzten Endes der Vereinten Nationen verschwinden lassen oder aber sagen, das ist die spezifisch europäische Hilfe, also strategisches Agieren. Die Konflikträume werden die Überschneidungsräume der großen Akteure werden. Und daneben werden dies die Peripherien sein, in denen Investitionen in Stabilität und Prosperität nicht sonderlich attraktiv sind, und sagen, weil man nicht unmittelbar etwas zurückbekommt. Will die Europäische Union bei der Ausgestaltung dieser neuen Weltordnung, von der ich ausgehe, ein Akteur und nicht ein Objekt sein, so muss sie sich auf die Herausforderungen durch beide Arten von Räumen einlassen. Ein Vorgeschmack auf diese Herausforderung geben Russland im Donbass, also in der östlichen Ukraine und auch in angrenzenden Räumen, im Schwarzmeerraum und teilweise auch auf dem Balkan. China mit der Seidenstraßenstrategie in Südost- und Südeuropa. Und auch die USA unter Biden, anders aufgestellt als vorher, mit ihren Vorstellungen davon, wie sich die Europäer gegenüber China zu positionieren haben. Sozusagen so, dass es eher auf eine Unterstützung der Amerikaner hinausläuft und nicht ein Verfolgen genuin europäischer Wirtschaftsinteressen. Das sind gewaltige Herausforderungen, denen die Europäer nur gemeinsam und geschlossen gewachsen sind. Die beiden potenziellen großen Brandherde, mit denen wir es in den nächsten Jahren in Europa zu tun haben, sind der Raum, der wie ein Pfahl vom Kaukasus über das Schwarze Meer mit der Ukraine nördlich und der Türkei südlich bis in den Westbalkan in den europäischen Raum hineinragt und dazu die gegenüberliegende Mittelmeerküste, also Nordafrika bis hin zur Sahelzone. Diese beiden Räume und als eine auf Exporte wie Importe angewiesene Region werden die Ozeane, das gebe ich gerne zu, das ist jetzt sozusagen nicht der erste Blick, den Österreich da hat, werden diese Ozeane ein für Europa lebenswichtiger Bestandteil bleiben, für dessen Sicherung erhebliche maritime Fähigkeiten bereitgestellt werden müssen. Und das erst recht nach dem Brexit, wo ja sozusagen aus dem Verschwinden der Briten aus dem EU-Raum eine Lücke hier entstanden ist. Das klingt nicht ganz einfach alles. Aber ich denke, man kann auch sagen, solche Herausforderungen können auch einen politischen Verbund zusammenschweißen. Vielen Dank, Herr Professor, für Ihren Vortrag. Ich möchte mit einer in unser Gespräch mit einer Herausforderung einsteigen, die uns nun schon seit einem Jahr beschäftigt, nämlich die Pandemie. Die Versuchung, diese Pandemie wie ein Brennglas zu begreifen, ist groß. Und da würde mich interessieren, was Sie sehen, wenn Sie durch dieses Vergrößerungsglas auf Europa blicken. Naja, also zunächst einmal am Anfang vor etwas mehr als einem Jahr dramatische Defizite dahingehend, dass man hemmungslos vertraut hat auf eine globale Organisation der Warenströme just in time. Das betraf nicht nur Grundstoffe für
die Vakzine oder na, was war das Problem, Toilettenpapier, sondern ist auch zurzeit wieder aktuell in der Frage bestimmter Zulieferungen, die dazu führen, dass Industrien stillstehen. Wenn ich davon ausgehe, glaube, dass man Gründe hat, davon auszugehen, dass wir es mit Corona nicht mit einer Jahrhundertpandemie zu tun hatten, also einem einmaligen Ereignis, das in einem Jahrhundert nur einmal auftritt, sozusagen durchstehen und vergessen, sondern dass wir in ein Jahrhundert der Pandemien hineingehen. Dann spricht vieles dafür, sozusagen sich unter dem Eindruck dieser Pandemie wetterfest zu machen, also sicherzustellen, dass man Puffer, Reserven aufbaut, auch Lagerhaltung, die über definierte Zeiträume Durchhaltevermögen organisiert, sowohl was Industrieproduktion anbetrifft, das ist dann eher eine Sache der Unternehmen, als auch was die Versorgung der Bevölkerung anbetrifft, um sich von dem Funktionieren zunehmend gefährdeter globaler Lieferketten unabhängig zu machen. Nicht? Und da hat man Vorteile, je größer der Raum ist. Und ein Raum wie die Europäische Union ist da dann schon ein Player und müsste auch in der Lage sein, diese ja, mit dem Bereitstellen von Reserven und Puffern und Lägern nicht unerheblichen Kosten zu schultern. Das ist einer der Gründe für Just-in-Time gewesen, nicht, dass man sozusagen der betriebswirtschaftlichen und auch mit der volkswirtschaftlichen Überlegung auf diese Weise sehr viel hat einsparen können. Diese Einsparungen haben sich aber als ausgesprochene Vulnerabilität Europas erwiesen. Und ich denke, das ist der entscheidende Punkt. Und folgen eine Reihe weiterer Punkte. Sagen, das Vorhalten von Fähigkeiten, die früher, als die Staaten sozusagen noch ihre Durchhaltefähigkeit unter dem Aspekt von ja, Kriegen und abgeschlossen werden von Zugängen, eher selbstverständlich aufrechterhalten haben, dass die auf einen Raum wie Europa projiziert werden und dass die Europäer also solche Fähigkeiten entwickeln. Die angesprochene Frage der Verteilung von Vakzinen, die ja eine Zeit lang, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch, sagen wir mal, österreichische Distanzen gegenüber Brüssel befeuert hat, ist ein eher kurzfristiges Ereignis, denn jetzt, wo die Impfkampagne in Gang gekommen ist, stellt sich heraus, es sind Fragen der Verzögerung von einigen Wochen oder auch Monaten. Aber es ist gewissermaßen nicht ein Abgehängtwerden. Es ist aber klar, sozusagen, dass das eine große Entscheidung gewesen ist, die auch in Berlin nicht selbstverständlich war, nämlich zu sagen, wir geben die Kompetenzen nach unten, also an die Bundesländer. Das ist nun mal sozusagen im weiteren Sinn eine germanische Tradition. So machen die Schweizer ja so ähnlich. Ich nehme an, in Österreich ist das auch nicht so furchtbar anders. Und gleichzeitig aber besorgen wir die Voraussetzungen dafür, nämlich die Bereitstellung entsprechender Mengen von Impfstoff an die Europäische Union. Es war eine Pro-Europa-Entscheidung, zu der es in Deutschland zumindest Alternativen gegeben hätte. Nach den USA ist Deutschland das Land, das global am meisten in Forschung für diese Vakzine investiert hat. Dass diese Entscheidung so nicht getroffen worden ist, ist eine gute Entscheidung gewesen. Ich glaube, es ist auch unterm Strich eine, die den Zusammenhalt der Europäischen Union festigt, insofern arme Länder, die auch nicht, also innerhalb der EU, nicht außerhalb, innerhalb der EU,
ja auch nicht in der Lage sind, so ohne weiteres da jetzt mitzubieten und zu sagen, na gut, dann kostet es halt 2 Milliarden, 3 Milliarden mehr, macht nichts, bezahlen wir auch noch, um das Zeug zu bekommen, nicht an den Rand gedrängt worden sind. Das ist dabei sozusagen natürlich Geleitzugprinzip, selbst dann Probleme gibt, weil ein paar Wagen weiter vorne sich manches anders darstellt als ein paar Wagen weiter hinten, ist zuzugestehen. Aber wenn ich bei uns in Deutschland auf die Tabellen gucke, dann sind bestimmte Länder, Bundesländer, Sachsen, Thüringen, weiter hinten mit der Impfquote als die Stadtstaaten etwa. Das ist aber jetzt, denke ich, ein handhabbares Problem. Wenn ich Sie aber recht verstanden habe, dann meinen Sie, dass dieser Impfstoffstreit, wo sozusagen auch Österreich als einer der Akteure aufgetreten ist, keine nachhaltigen Wirkungen für den europäischen Zusammenhalt entfalten wird? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Dass das tiefe Spuren hinterlässt, das ist sicherlich eine Verärgerung gewesen. Ich kann Ihnen versichern, in Deutschland gab es auch eine große Verärgerung darüber, dass die Briten so viel schneller impfen konnten, als das hierzulande der Fall war. Aber in dem Maße, in dem in tendenziell allen europäischen Ländern die Kampagne jetzt Fahrt aufgenommen hat, wird sozusagen dieser Impfstoffstreit in den Hintergrund treten und man wird sich vielleicht für die Zukunft überlegen müssen, wie man sich in die Lage versetzt, innerhalb kürzester Zeit, wenn man entsprechende wissenschaftliche Entwicklungen, die Bereitstellung durchschritten hat, die Produktion hochzufahren. Ne? Aber ja, Ja. aber ich frage noch einmal nach, ist dieser Streit nicht auch in gewisser Weise ein Ausdruck einer Renationalisierung, zu deren Zeugen wir nicht erst seit der Pandemie, sondern bereits, also sehr, sehr offenkundig in der Migrationskrise sind? Ja. Das ist sicher eine Herausforderung, dass sozusagen wir beobachten mit dem Scheitern gewissermaßen eines Denkens der politischen Ordnung in großen Räumen, am besten im globalen Maßstab, und langfristig und stark normativ ausgerichtet, sozusagen es eine Rückkehr gibt in kleinere Räume, kürzere Fristen und statt Normen und Werte wieder sehr viel stärker Interessen. Ja, das kann man beobachten. Der Punkt ist, wie geht man mit diesen Trends um? Also, es gab sozusagen diese etwas hysterische Reaktion im März des vergangenen Jahres, glaube ich, wo plötzlich überall die Grenzen runtergegangen sind und die Vorstellung aufkam, ja, okay, das Europa des Schengen-Raums ist passé. Vielleicht hätte man auch das Problem der Quarantänepolitik etwas intelligenter machen können. Also Quarantäne ist sozusagen natürlich das klassische Mittel seit dem 18. Jahrhundert, um Infektionsgeschwindigkeit oder deren Bewegung im Raum zu entschleunigen, Zeit zu gewinnen, auch das Infektionsgeschehen auszudünnen. 19. Jahrhundert breit praktiziert. Dass man dazu sozusagen die nationalen Grenzen in Europa genutzt hat, das war vielleicht psychologisch naheliegend, vielleicht auch aus pragmatischen Gründen, aber es war nicht besonders schlau. Eine Maßnahme, die sicherlich sinnvoll ist, an denen aber im Hinblick auf das Infektionsgeschehen, also sowohl den R-Wert als auch andere Zahlen, ziemlich dummen Landesgrenzen zunächst einmal festzumachen.
Aber das ist sozusagen das natürlich, was teilweise aus der Bevölkerung als Druck kam, was dann auch von den Politikern umgesetzt worden ist. Im Augenblick beobachtet man das ja in einer anderen Weise. Die betrifft jetzt nicht Europa als Raum, sondern eher sozusagen unser Verhältnis zu Indien, nicht? Die Streichung des gesamten Reiseverkehrs, um zu vermeiden, dass die entsprechenden Infektionen aus Indien mit entsprechenden Mutationen hierher kommen. Also, sozusagen, das muss man alles nochmal genau überlegen, ob man im nächsten Fall bei einer Pandemie auch solche Quarantänebremsungen oder Bremsungen durch Quarantäne organisieren kann, unabhängig von den alten Landesgrenzen. Sie sprechen sich aber auch dafür aus, wenn ich Sie recht verstanden habe, dass man diese Dinge, auch wenn sie vielleicht also aus einem, wie diese Grenzschließungen, aus einem Schutzreflex heraus entstanden sind, nicht sagen, verabsolutieren soll, in dem Sinn, dass man sagen, gleich das ganze europäische Projekt dadurch in Frage gestellt sieht. Nee, das wäre natürlich eine Katastrophe, denn meine, es gab in bestimmten Situationen natürlich von hier und da entsprechende Forderungen, sozusagen die eigene Bevölkerung als erstes zu bedenken und insofern natürlich der demokratische Prozess in Europa nach wie vor nationalstaatlich organisiert ist, denken natürlich Politiker auch natürlich vor allen Dingen an ihre Wähler. Und was interessiert dann einen deutschen Politiker, selbst einen bayerischen Politiker, die österreichischen Wähler und umgekehrt einen österreichischen Politiker, die deutschen Wähler? Das ist sozusagen eines der Probleme, das die Europäer immer haben in solchen Situationen. Und solange man keine europäische Regierung und ein wirkliches europäisches Parlament, das auf europäische Ebene mit europäischen Parteien und letzten Endes nicht auf der nationalstaatlichen Ebene gewählt wird, in solchen Situationen immer wieder durchschlagen wird. Und da muss man halt gucken, wie man diesen, möchte man sagen, aus der Organisationsstruktur Europas hervorgehenden naturwüchsigen Tendenzen vernünftig entgegentreten kann. Sie haben zwei große Bruchlinien, also skizziert, die Europa durchziehen. Die eine zwischen Nord und Süd, da geht es um Verteilung, Verteilungsfragen. Die andere zwischen Ost und West, da geht es um das Verständnis von dem, was Europa eigentlich ist und was es sein soll, also Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und den Stellenwert auch der Nation. Es geht um Identität. Und welcher Bruch ist für Sie der gefährlichere? Naja, kurzfristig wahrscheinlich die Migrationsfrage, weil die sich sozusagen nicht durch irgendwelche Zwischenlösungen beruhigen lässt, sondern da geht es tatsächlich darum, wenn, wir haben das ja jetzt gesehen, in Griechenland bestimmte Lager überfüllt sind, katastrophale Zustände, einer sagen muss, wir nehmen sie auf, ja? Oder einige sagen müssen, wir nehmen sie auf. Wir verschaffen für Griechenland eine Erleichterung, wir schaffen für die Menschen eine Erleichterung und wir trauen uns auch zu, einen vernünftigen Integrationsprozess hinzubekommen. Oder wir haben eine Ökonomie, die auf Arbeitskräfte, Zuwanderung durchaus angewiesen ist, sagen wir mal so. Längerfristig ist wahrscheinlich die Frage der gemeinsamen Schulden oder einer gemeinsamen Sozialpolitik der kritischere Punkt. Sie unterscheiden sich halt, wie ich gesagt habe, in der unterschiedlichen Zeitdimension. Migrationsfrage kann gewissermaßen zu einem richtigen Krach führen, der jetzt sozusagen entsprechend stattfindet, wohingegen die Verteilungsfrage zu einer strukturellen Entfremdung voneinander führen kann, wenn man da nicht weiterkommt. So würde ich das ganz gerne unterscheiden.
Aber zeigt nicht gerade das Beispiel der Osteuropäer, wenn wir von Verteilung auch reden, dass auch sehr viel Geld keine so soziale Kohäsion schaffen kann in Europa? Ja, also vor allen Dingen dann, wenn dieses Geld eben nicht in den Kanälen mafiöser Art verschwindet oder von wenig gemeinwohlorientierten politischen Eliten für die Erhöhung ihres persönlichen Vermögens eingesammelt wird, also sozusagen der Quellgrund zur Entstehung von Oligarchengemeinden wird. Das heißt, sozusagen, der Einsatz oder der Transfer von Finanzmitteln hat strukturelle Voraussetzungen, die nicht immer gegeben sind und die sich auch nicht so ohne weiteres von außen, sprich von Brüssel, schaffen lassen. Und dann kann Geld sozusagen auch versickern. Als sozusagen diese europäischen Kohäsionsfonds aufgelegt wurden, hatte man natürlich schon das letzten Endes wenig erfreuliche Ergebnis von vielen Jahrzehnten sogenannter Entwicklungshilfe, also nach Afrika und wohin auch immer, vor Augen, wo im Prinzip der Transfer von Geld eher zur Stabilisierung, wenn nicht gar Vergrößerung sozialer Unterschiede geführt hat, aber eigentlich keine Lösung gebracht hat. Insofern ist in mancher Hinsicht eigentlich etwas anderes interessanter, nämlich die Bewegung von Arbeitskräften. Nicht? Dass das Polen so stark profitiert, hat nicht nur mit den Geldern, die aus Brüssel überwiesen werden, zu tun, sondern auch damit, dass mehrere Millionen Polen und Polinnen außerhalb Polens Geld verdienen. Großbritannien war dafür ein berühmtes Beispiel, aber das gilt natürlich auch für Deutschland und andere Länder. Und dieses Geld zurücküberweisen oder mit nach Hause bringen, sodass also gewissermaßen nicht ganz viele Zwischeninstanzen da sind, sondern es direkt ankommt und unmittelbar zu einer Erhöhung des Lebensstandards führt. Ob jetzt sozusagen die vielen günstigen Gebrauchtwagen, die leicht beschädigt sind, die nach Polen gegangen sind und dort zu einem völlig anderen Niveau der Mobilisierung geführt haben, unter ökologischen Gesichtspunkten der Weisheit letzter Schluss sind, das will ich mal dahingestellt sein lassen, nicht? Aber sagen, es war eine Möglichkeit, relativ schnell ein ganz anderes Niveau, also seit den 90er Jahren, der Mobilität herzustellen. Und dazu waren relativ viele findige und tüchtige Leute, denen man ja immer wieder auf der Autobahn begegnet, die also ein oder zwei Fahrzeuge auf einem Schlepper hinten dran haben. Und die werden dann in Polen von tüchtigen Handwerkern wieder so hingearbeitet, dass sie nicht nur fahrtüchtig sind, sondern auch was hermachen, ja, also repräsentativ sind. Das sind Beispiele dafür und das ist natürlich auch nochmal eine Überlegung, die jetzt nicht Integration von außerhalb der Europäischen Union betrifft, sondern so eine Binnenwanderung und bei der man sagen kann, sie ist eigentlich mit eines der Erfolgsrezepte für den Transfer von Wohlstand von Westen nach Osten. Sie ist eines der Erfolgsrezepte, aber sie birgt natürlich auch ein explosives Potenzial. Gerade das Beispiel der Polen in England, also das war ein Dauerthema der Brexiteers, der Brexit-Befürworter in Großbritannien. Es ist also ein zweischneidiges Schwert. Oh ja, aber die Engländer werden sich schon noch wundern. Gut, dieser Frage haben sie sich ja sozusagen dann bei der Verhandlung etwas zurückgenommen, die Briten. Sie werden sich schon noch wundern, wenn sie tüchtigen polnischen Handwerker nicht mehr haben, die ganz viel können
Und Sie werden feststellen, dass es die Handwerker in Großbritannien oder jedenfalls in England, die Autochtone sind, gar nicht mehr gibt. Das ist auch mit einer Folge nicht nur der Deindustrialisierung Großbritanniens, nicht, sondern das Industrieland des späten 18., frühen 19. Jahrhunderts ist heute keine industriell führende Nation mehr. Es ist eine Dienstleistungsgesellschaft mit den entsprechenden Effekten der sozialen Spreizung, die sehr viel höher ist im Dienstleistungsbereich als im Industriebereich. Und dann auch den entsprechenden Anreizen, in Dienstleistungsbereiche zu gehen. Und auf diese Weise sind dann auch Länder angewiesen, sich bestimmte Fähigkeiten von außen zu holen. Damit will ich, Herr Winkler, den Punkt, den Sie angesprochen haben, nämlich sozusagen billige Konkurrenz, die von außen kommt, die sozusagen Leute, die hungrig sind und in vieler Hinsicht günstigere Angebote machen, den will ich nicht vom Tisch wischen. Das muss man auch gegeneinander austarieren. Man kann dann schon was tun, indem man sagt, wir sorgen aber dafür, dass auch diesen Arbeitern bestimmte Mindestlöhne gezahlt werden, sodass auf diese Weise ein Schutz entsteht. Nicht? Also sozusagen die Ketten von Unternehmern, Subunternehmern, Subsubunternehmern, die ja im Prinzip dazu führen, dass am Schluss die Leute, die Beispiel Fleischindustrie, da diese Arbeit machen, quasi nichts bekommen. Nicht? Herr Darüber Mink, sich Entschuldigung, Gedanken zu verzeihen. machen, das ist wichtig. Ja. Herr Münkler, nicht nur Sie stellen sich die Frage, manche auch sehr bang, was ist, wenn die Integrationsfigur Angela Merkel von der europäischen Bühne abtritt? Man kann das sogar noch ein bisschen ins Apokalyptischere drehen, indem man fragt, was ist, wenn sozusagen auch in Frankreich der Präsident Macron nicht Ja. unfreiwillig, also unfreiwillig sagen, das Feld räumen muss. Einer Marine Le Pen beispielsweise, was heißt das, was hieße das für Europa? Wäre das das Schlimmste aller Szenarios oder gibt es nicht doch was so wie eine domestizierende Kraft des Spitzenamtes? Ich denke da jetzt an den Matteo Salvini, sobald er an der Regierung in Italien war, war sagen, das Trommeln für den Italexit und das Infragestellen des Euro eigentlich kein Thema mehr. Ja, da zeigt sich auch das, was ich vorhin in dem Vortrag kurz angesprochen habe. Sozusagen, es gibt natürlich einen antieuropäischen Affekt oder so ein Unbehagen an Europa, das lässt sich relativ leicht mobilisieren. Das mag auch hier und da seine Gründe haben. Und der Rechts- wie der Linkspopulismus im Übrigen auch benutzt das, um Stimmen einzusammeln. Möchte das aber nicht unbedingt, das haben Sie ja angesprochen, mit Blick auf Salvini in operative Politik überführen. Denn sobald man es in operative Politik überführt, ist ziemlich klar, und das merken die Leute dann auch relativ bald, dann wird die Brühe teurer als die Brocken, nicht? Also sozusagen, es führt dazu, dass weniger bei herauskommt als vorher. Insofern könnte man natürlich sagen, naja, dann lass doch die Kerle einmal eine Zeit lang an die Regierung kommen und dann werden sie entzaubert. Das hat aber ein Problem, das kann man sozusagen allein auf Italien bezogen oder auf Spanien bezogen, mit Podemos oder teilweise auch auf Griechenland bezogen, so durchexerzieren, hat aber natürlich immer Folgen für die anderen Länder, nicht? Also vor allen Dingen für die Nettozahlerstaaten, die dann sagen, naja, oder in denen bestimmte Gruppen der Bevölkerung sagen, naja,
Was die können, das können wir auch. Wir versuchen gewissermaßen durch Verweigerung oder Desinteresse Druck auf Brüssel auszuüben, um unsererseits von denen mehr Geld, Zuschüsse und was auch immer zu bekommen, ne? Sodass also gewissermaßen das Einbinden von Populisten linker oder rechter Art in die Regierung oder gar die Übernahme der eigentlichen Regierungsverantwortung in einem Land so etwas wie einen Imitationseffekt in anderen Ländern hat, mit dem Ergebnis, dass gewissermaßen das Niveau der Konkurrenz gegen Brüssel notorisch ansteigt. Und das ist sozusagen die eigentliche Schwachstelle. Das habe ich auch vorhin in dem Vortrag kurz angesprochen, als ich gesagt habe, Länder, die klassischerweise innerhalb der Europäischen Union sozusagen so etwas wie der Kompromissvorbereiter und dann auch der Kompromissfinanzierer sind. Dazu gehört unter anderem Deutschland. Deren Regierungen haben es natürlich mit dem Aufkommen des Populismus immer schwerer, eine solche Politik zu machen, zumal dann unter solchen Umständen das dazu führt, dass der zumal Rechtspopulismus im eigenen Land wächst. Das kann man in Skandinavien beobachten. Das hat sich aber auch in Deutschland gezeigt. Der Aufstieg der AfD ist mit der Eurokrise und mit der Migrationskrise verbunden. Das führt möglicherweise dazu, dass die klassisch eigentlich europafreundlichste Partei, nicht die CDU, nicht mehr den nächsten Kanzler stellen wird. Das ist im Augenblick schwer zu sagen, aber man kann das nicht ausschließen, dass es eine oder eine andere werden wird. Und sozusagen, das sind sozusagen dann Begleiteffekte, die sich daraus ergeben, dass es für die CDU gefährlich ist, sich nach rechts zur AfD zu öffnen, weil sie dann in der Mitte sehr viel verlieren wird. Dass sie aber in der Mitte nicht hinreichend Wähler binden kann, um die strategische Position weiterhin zu besetzen, die bei 40% plus liegen. Das verändert die gesamten Konstellationen. Insofern ist das eine Herausforderung für Europa, die dazu führen kann, dass tendenziell alle ein Interesse daran haben, möglichst viel von Brüssel zu bekommen und möglichst wenig nach Brüssel zu geben. In der Volkswirtschaftstheorie hat man das die Tragödie der Allmende genannt. Also sozusagen aus dem gemeinsamen Bereich will jeder möglichst viel haben, aber keiner will da etwas investieren. Die Tragödie der Allmende besteht darin, dass der Allmende irgendwann überweidet ist, nicht? Und das kann natürlich unter diesen Umständen sehr schnell passieren. Hängt letzten Endes also alles davon ab, wie viel politische Einsichtsfähigkeit oder politische Urteilskraft die Bürger haben. Diese, was Sie sagen, ist halt, das ist diese alte europäische Maxime tot, des, also ich gebe, damit du gibst, die irgendwie außer Kraft gesetzt ist. Ich Ja. weiß nicht, wie es Ihnen geht. Zurzeit dominiert halt so ein Gefühl des Niedergangs mit einer gefährlichen Sogwirkung, die davon ausgeht. Gibt es aber nicht auch Gründe für Zuversicht? Ja, ich glaube schon. Im Vergleich mit vielen anderen Ländern haben die Europäer die Pandemie, einigermaßen gut durchstanden, mit Unterschieden, nicht? Also es gibt Länder, die haben mehr gelitten. Es gibt auch Länder, die leiden nach wie vor mehr. Etwa die Länder, die auf den hohen Maße auf Tourismus angewiesen sind, diejenigen, die eher Industrieproduktion haben, die haben sich da als robuster erwiesen. Aber sagen, wenn man sagt, naja, es ist aber dann doch gelungen, so etwas wie europäische Produktionslinien für die Vakzine herzustellen. Und das jetzt in Gang zu setzen, zeigt eigentlich,
Ja, ich will jetzt nicht sagen, wir schaffen das, sondern wir können das. Nicht? Also wir können das. Man muss aber sozusagen auch natürlich eine gewisse Ruhe und Gelassenheit haben. Aber wenn man sozusagen mal im Kopf das Gegenexperiment anstellt, nicht? Normalerweise ist die Entwicklung eines Impfstoffs in der Vergangenheit immer eine Zeitspanne von mindestens 3 bis 4 Jahren gewesen. Dann hätte das Auf und Ab von Lockdown und Öffnen und dann doch wieder runterfahren ganz andere ökonomische Effekte gehabt. Und auch das Erwartungsmanagement, also die Bereitschaft doch eines Großteils der Bevölkerung, das mitzumachen, wäre kollabiert, mit möglicherweise Effekten, wie wir sie jetzt in Indien beobachten können. Also, dass das alles so nicht der Fall war, dass wir auch nicht so einen Verrückten wie die US-Amerikaner mit diesem Präsidenten, der irgendwie vorgeschlagen hat, sich Desinfektionsmittel zu spritzen oder derlei mehr an der Spitze hatten, sondern unterm Strich doch politische Führungen, die zwar gedrängt, aber doch durch die Bevölkerung und deren Ungeduld, aber doch mit einigermaßen Augenmaß durch diesen Konflikt gekommen sind. Das ist eigentlich Anlass zur Hoffnung in dem Sinne, dass man sagen kann, naja, bei ähnlichen Herausforderungen kann man das auch wieder in diesem Sinne relativ geschickt und günstig machen. Es kann immer schlimmer sein. Die Ja, Frage ist, ja. aber Herr Winkler, es gibt auch Länder, in denen es wirklich schlimmer Ja, war, nicht? Und das, von ja. daher, gut, die Europäer sind jetzt sozusagen nicht auf dem Spitzenplatz wie Australien oder Neuseeland, aber die haben natürlich auch geografisch sehr viel bessere Bedingungen, harte Quarantäneregime aufzubauen. Das ist ja hier in Europa so nicht der Fall. Ne? Ja, aber auch Sie haben sozusagen im Vortrag, also wenn wir jetzt da von der Pandemie wieder den Blick auf die Welt werfen, natürlich auch im Konditional formuliert, wenn die Europäische Union ein weltpolitischer Akteur sein will, ja, wie kann sie dazu werden? Wie kann Europa wieder an Gewicht in der Welt gewinnen? Das ist, ich glaube, ich eine zentrale Frage. Ja, also sozusagen die Voraussetzung, wenn denn sozusagen diese Entwicklung in die Richtung geht, wie ich die skizziert habe, also tendenziell ein System der Fünfe, nicht? Also das, was die Europäer relativ lange als Pentarchie bezeichnet haben. Und in Zeiten der Pentarchie hat ja auch Wien eines der Zentren. Also das kennt man eigentlich. Die Voraussetzung dafür, dass die Europäer dabei sind, ist, dass sie zusammenbleiben. Nicht? Wenn dieser 27er Verbund zerfallen würde, dann wäre Europa eher das Objekt von Entwicklungen, auch bei der Aushandlung der Terms of Trade, bestimmte Rahmenbedingungen, auch sozusagen die Geschäfte zwischen diesen Fünfen im Do und Des sind. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich zu vermeiden, dass man in diese Abwärtsspirale hineinkommt, in der Japan sich befindet. Immer höhere Staatsschulden, durchaus mit einem guten Gesundheitssystem, immer älter werdende Bevölkerung, die aber nicht mehr produktiv tätig ist, und auf diese Weise ein durchgereicht werden nach unten. Das heißt, wir müssen als Europäer ein Auge darauf haben, auch im technisch-wissenschaftlichen Bereich eine Spitzenposition einzunehmen. Das sind vor allen Dingen Investitionen in IT und künstliche Intelligenz, KI. Da hat man relativ viel verpennt. Und gesagt, ja, okay, das machen die Amis oder das machen die und ist sowieso günstiger und derlei mehr. Und irgendwann hat man festgestellt, dass die Europäer ihre geheimsten Geheimnisse in den Clouds amerikanischer Privatunternehmen ablegen müssen, nicht? Und die Frage ist,
Wer verfügt denn darüber? Und wer hat darauf Zugriff und derlei mehr? Das heißt, um so etwas wie strategische Autonomie, das ist natürlich der Hintergrundgedanke, hinzubekommen, muss hier ein Aufholprozess stattfinden. Ob der gelingt, das weiß ich nicht. Aber es gibt Beispiele dafür, dass sowas gelingen kann. Nehmen wir das Beispiel Airbus, nicht? Also vor 50, 60 Jahren gab es im Prinzip eine Reihe von kleinen europäischen Herstellern von Zivilflugzeugen, die aber tendenziell auf dem Weltmarkt und gegenüber der Sowjetunion und den USA zumal tendenziell verloren hatten, das Spiel. Und die Aufstellung von Airbus hat einen tatsächlich starken Konkurrenten hervorgebracht. So etwas wird auch in dem IT-Bereich erforderlich sein. Ob das jetzt mit Galileo gelingt, hier entsprechende vorhandene Systeme abzulösen, das wird man sehen. Man wird da auch jetzt nicht alles auf ein einziges Projekt setzen dürfen, aber das ist eine wichtige Voraussetzung dafür. Und dann gehört dann natürlich auch dazu zu sagen, okay, also nach Afghanistan gehen wir nicht mehr. Das ist sozusagen nicht unser Einflussbereich, aber wir müssen in der Lage sein, Ländern, die eher Schutz bei uns suchen, so etwas wie Hilfestellung und Unterstützung bieten zu können. Das betrifft den Fall, der vom Kaukasus, vielleicht sogar vom Kaspischen Meer bis nach Europa hinein reicht. Das sind nicht nur militärische Fähigkeiten, sondern das ist zunächst auch mal so etwas wie ein gemeinsamer Wille, eine gemeinsame Entschlossenheit. Das heißt, wir müssen, Verzeihung, entschuldigen Sie. Nee, ich würde sagen, das sind sozusagen die drei Punkte, die ich da jetzt vor allen Dingen ins Zentrum stellen will. Weil Sie Afghanistan erwähnt haben, das heißt aber, dass wir uns auch von Selbstbildern verabschieden müssen und auch manche Positionen räumen müssen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also sozusagen Afghanistan war das Modellprojekt im Prinzip der Herstellung einer in sich normativ geordneten Welt. Die Durchsetzung von Menschenrechten, zumal Bildungsrechten für Frauen und derlei mehr, hat man in einem Überschwang von Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten und die eigene Durchhaltefähigkeit sich zugetraut. Und da muss man jetzt sagen, das kriegen wir halt nicht hin, nicht? Sozusagen. Es wird in Afghanistan nach dem Abzug der NATO-Truppen mit einer gewissen Zeitverzögerung eine ähnliche Entwicklung sein wie am Ende des Vietnamkriegs beziehungsweise des Abzugs der Amerikaner. Und dann werden diejenigen übernehmen, die den härtesten Willen und die größte Grausamkeit haben, die wenigsten Selbstbindung. Daraus muss man dann auch noch mal lernen, welche Felder sind für die Europäer derart, dass man in ihnen eine ganz andere Durchhaltefähigkeit aufbauen muss und welche kann man sagen, naja, das ist ja tendenziell eher ein Problem der Chinesen oder der Russen oder von wem auch immer, aber nicht unbedingt der Europäer. Und da muss man dann auch so konsequent sein zu sagen, das kann ja ganz nett sein, wenn ihr transnationale Organisationen, Human Rights Watch oder was auch immer, ein Auge darauf habt, was da so alles in der Welt passiert. Aber wir werden uns nicht von euch dahin treiben lassen, weil wir nicht die Kraft und die Fähigkeit haben, das über Jahrzehnte durchzuhalten. Mit einem Wort, wir müssen auch Interessenpolitik machen. Ja, das denke ich schon, nicht? Also sozusagen mit der Umstellung auf Einfluss,
treten diese Interessenssphären zunehmend hervor. Und innerhalb dieser Interessenssphären kann man dann auch in ganz anderer Weise normative Fragen, also Wertbindungen, ins Zentrum stellen. Aber sozusagen außerhalb der Interessenssphären hat das einfach zur Folge, dass man mal eine Zeit lang erzählt, ja, das machen wir und Dankbarkeit erwartet. Und wenn man Widerstand bekommt, dann verliert man die Lust daran. Herr Professor, ich würde Sie trotzdem noch einmal fragen zu den Ideen. Weil Sie gesagt haben, wichtig ist, dass Europa vor allem einmal zusammenbleibt. Das Fundament, um zusammen zu bleiben, wäre eine Idee, die trägt. Jetzt wissen wir aber sozusagen, dass Friede und Wohlstand, dieses Narrativ, dass die EU so lange der Bindekitt war für die Gemeinschaft, sich in gewisser Weise erschöpft hat. Was kann sozusagen als kohärente, in sich geschlossene Erzählung an seine Stelle treten? Weil ohne wird es ja nicht gehen, oder? Ja, ohne wird es sicherlich nicht gehen. Ich glaube aber, dass Friede und Wohlstand in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wieder ein zunehmendes Thema werden. Wir werden in ganz anderer Weise wieder mit Problemen der Knappheit zu tun haben. Darauf haben wir in gewisser Hinsicht in der Pandemie davon eine Vorstellung bekommen, was Knappheit heißt. Sozusagen der Umgang mit Knappheit, wesentlich dann durch ökologische Fragen hervorgerufen, unter Bedingungen oder der Vorstellung einer gerechten Verteilung. Ich weiß, Gerechtigkeit ist einer der schwierigsten Begriffe. Denn wenn man nicht sagt, es ist egalitär, naja, was nach was denn dann, nach Leistungen oder nach Bedürfnissen, nicht und so weiter. Jedenfalls nach einer Verteilung, die Ungerechtigkeit vermeidet. Das ist eher sozusagen eine liberale Vorstellung, Gerechtigkeit als Unrechtsvermeidung oder wie es bei Wilhelm Buschmann heißt, nicht? Das Gute, dieser Satz steht fest, es stets das Böse, das man lässt. Das führt jetzt vielleicht nicht dazu, dass die Euphorie, mit der Europa mal begeistert worden ist, unter dem Eindruck der Selbstzerstörung des Kontinents in zwei Weltkriegen wiederkehrt, sondern das ist eher sozusagen ein auf lange Sicht angelegtes, nicht auf Euphorien begründetes, sondern auf Augenmaß und Einsicht gebautes Projekt. Das muss einem jetzt nicht unbedingt begeistern, aber der Blick dann über die Grenzen hinaus und das Chaos, das dort herrscht, wird einem vermutlich ein auf Dauer betrachtet stärkeres Argument sein als sagen, so eine überschwängliche Lust auf Europa, die mit dem jetzt erreichten Niveau von Wohlergehen sozusagen zunehmend aufgefressen worden ist. Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Herr Professor Münkler, für diese interessanten Ausführungen. Herzlichen Dank unseren allen, die sagen, diese zuerst den Vortrag und dann das Gespräch auf dem Livestream der kleinen Zeitung mitverfolgt haben. Ich darf noch einmal den Herrn Professor Hösele, den Spiritus Rector der ganzen Geist- und Gegenwart-Dialogreihe, um ein kurzes Schlusswort bitten und Ihnen einen schönen Abend wünschen. Danke sehr. Es ist ein kurzes Wort des Dankes. Erstens an den Herrn Professor Münkler für seine luzide, kluge Analyse.
Er hat einmal gesagt, Sie können das, das kann man zu ihm sagen, er kann das ganz sicher, also ganz großartig. Ich habe das schon einmal erleben dürfen im Jahr 2017, damals konnten wir live in Graz noch auftreten und wir sind ja im Gespräch, dass wir ihn das nächste Jahr in die Steiermark wieder locken wollen. Bedanke mich auch, dass der Herr Winkler mit seiner großen Kenntnis und Kompetenz einige Dinge auch herausgekitzelt hat, die besonders interessant für uns sind. Bedanke mich sehr beim Integrationsfonds, die seit vielen Jahren unsere Partner bei Geist und Gegenwart sind. Das letzte Mal war es Sloterdijk, heute ist es Professor Münkler, wo wir zusammenarbeiten können. Und das ist sozusagen auch das Ende meiner Werbedurchsage auf der kleinen Zeitung.at. Aber auch auf unserer Pfingstdialogs-Homepage können Sie ab nächstem Donnerstag 13 Uhr bis Freitag 12.30 Uhr unsere dortige gesamte Diskussionsveranstaltung mitverfolgen. In diesem Sinne möchte ich mich heute für Ihr Interesse bedanken und Sie herzlich einladen, nächste Woche wieder mit uns dabei zu sein. Ich wünsche Ihnen einen schönen vorsommerlichen Abend. Danke.